Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wollen wir uns erneut eine Laplace-Transformation anschauen. Um welche handelt es sich heute? Wir wollen die Laplace-Transformation von t mal e hoch minus Alpha t bestimmen. Okay. Wir können uns ja wie immer jetzt erstmal hinschreiben, was das denn überhaupt ist. Also laut der Definition haben wir das uneigentliche Integral von 0 bis unendlich von t mal e hoch minus Alpha t mal e hoch minus st nach t integriert. Laut den Potenzregeln können wir die beiden zusammenfassen. Also haben wir jetzt das uneigentliche Integral von t mal e hoch. Na, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt t mal minus Alpha minus s nach t integriert. Okay. An dieser Stelle können wir jetzt partielle Integration anwenden. Sollten wir auch, weil t wird ganz schnell zu einer Konstanten bzw. 0. Und ja, den e-Term müssen wir dann halt integrieren dementsprechend. Also differenzieren wir eine Funktion und wir integrieren eine Funktion. Okay, wie machen wir das? Naja, wir differenzieren t, dann haben wir hier eine 1 und hier eine 0, wenn wir es zweimal ableiten. Und wir integrieren diesen e-Term. E hoch t minus Alpha minus s. Was haben wir dann? Na, wir haben 1 geteilt durch minus Alpha minus s mal e hoch t minus Alpha minus s. Okay, das Ganze integrieren wir jetzt nochmal und wir erhalten 1 durch minus Alpha minus s zum Quadrat mal e hoch t minus Alpha minus s. An dieser Stelle können wir hier in der Klammer eine minus 1 faktorisieren und minus 1 zum Quadrat wird wieder positiv. Also ist das hier wiederum nichts anderes als 1 geteilt durch Alpha plus s zum Quadrat e hoch t mal minus Alpha minus s. Und das Ganze können wir jetzt einfach partiell integrieren. Wir multiplizieren diese beiden Terme und diese beiden Terme und sind dann eigentlich schon so gut wie fertig und sprechen dann noch über die Konvergenz des Terms. Okay, also haben wir jetzt im vorderen Term t geteilt durch minus Alpha minus s mal e hoch t minus Alpha minus s von 0 bis unendlich und dann noch der Term. Also haben wir minus 1 geteilt durch Alpha plus s zum Quadrat mal e hoch t minus Alpha minus s an den Stellen 0 und unendlich ausgewertet. Das Ganze können wir jetzt nochmal ausschreiben. Ja, das ist ja nichts weiter als, jetzt haben wir, wenn der Limes t gegen unendlich geht, von t geteilt durch minus Alpha minus s mal e hoch t minus Alpha minus s. Okay, und jetzt noch minus des hinteren Terms. So, was haben wir da? Wir haben dann Minus. Okay, eigentlich können wir die 0 jetzt einfügen und da spare ich mir jetzt ein bisschen Schreibarbeit. Also wir fügen die 0 jetzt hier ein und sehen, ja, multiplikativ eine 0 ergibt hier in diesem Term einfach nur 0. Also der fällt komplett raus, wenn wir eine 0 in dieses t einfügen. Okay, haben wir das geschafft? Jetzt fehlt noch dieser Term hier hinten. Also haben wir jetzt noch, das war der erste. Okay, und jetzt der zweite Term, Minus. Jetzt fügen wir erstmal 1 geteilt durch Alpha minus s zum Quadrat mal des Limes t, welcher gegen unendlich geht, e hoch t minus Alpha minus s hier ein und dann noch minus des hinteren Terms. Also haben wir Minus. Okay. Wenn wir jetzt hier eine 0 in den e-Term einfügen, was haben wir da noch? Naja, dieser e-Term wird zu 1 und wir bleiben nur noch mit diesem Term übrig. 1 geteilt durch Alpha plus s. Exakt, das Ganze können wir jetzt einfügen. Also haben wir jetzt noch 1 geteilt durch Alpha plus s zum Quadrat. Okay, jetzt können wir hinschreiben, was offensichtlich leicht ersichtlich ist. Also hier das Minus auf das angewendet ergibt einfach den positiven Term. Also bleiben wir jetzt erstmal noch mit 1 geteilt durch s plus Alpha zum Quadrat übrig. Was jetzt eigentlich noch fehlt, Was fehlt noch? Naja, wir müssen die Konvergenz von diesen beiden Termen betrachten. Der hintere Term fällt uns ganz leicht. Also minus Alpha minus s muss ja kleiner als 0 sein, damit wir ein negatives Signum bei dem t bekommen, damit die e-Funktion unterm Bruchstrich wandert und wir dann 1 durch unendlich erhalten. Also für die Konvergenz brauchen wir jetzt, dass minus Alpha minus s kleiner als 0 sein muss. Na, das ist ja äquivalent dazu, dass s größer als minus Alpha sein muss. Okay, jetzt ist die Frage, können wir dieselbe Bedingung auch hier vorne anwenden? Also prinzipiell ja, wir müssen jetzt erstmal wieder sagen, dass dieses Signum hier oben negativ sein muss. Also trifft dieselbe Bedingung wie hier hinten zu.
Was jetzt noch fehlt, ist, dass dieses T auch gegen unendlich läuft. Also hätten wir eine unendlich geteilt durch unendlich Situation. Das ist nicht so gut. Aber wir können die Regel von L'Hôpital anwenden. Wir denken uns jetzt einfach mal, was passiert. Also wir leiten diesen Term hier oben ab. Dann haben wir 1 geteilt durch und dann leiten wir noch E hoch T ab. Also haben wir hier irgendwie 1 geteilt durch unendlich später, was wieder zu 0 wird für diese Bedingung. Und damit sind wir auch schon fertig. Also wissen wir jetzt, dass die Laplace-Transformation von t mal e hoch minus Alpha t ja nichts anderes ist als 1 geteilt durch s plus Alpha zum Quadrat, aber mit der Voraussetzung, dass der Realteil von s größer als minus Alpha ist. Und das war's auch schon. Dann danke ich fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Tag und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tschüss!